Hier noch einmal ein Brachiatentyp B. In der Mitte sehen Sie in der Zeichnung Baldur, dem ein Mistelzweig in der Brust steckt. Von uns aus gesehen links von ihm Loki, im Hintergrund seine Flügel, er trägt ein Röckchen. Er hat sich ein großer Gestaltwandler, der sich auch sehr gut in ein Ei verwandeln konnte, übrigens auch in eine Otter. Und dann von uns aus gesehen rechts von Baldur Odin mit der Lanze, über ihm ein Rabe noch gerade am Fuß zu erkennen. Und dann wohl eben unterhalb von Baldur so ein vielfüßliger Wurm ist da zu erkennen. Also sämtliche Merkmale dieser germanischen Götter, dieser drei, ist hier abgebildet. Dann hat man auch interpretiert, diese Tropfen, das kämen von dem tropfenden Ring von Odin, dem Draupnir, mit seinem Kraftgürtel. Das ist also sozusagen dann auch da hinein interpretiert worden. Ich zeige Ihnen noch eine andere Abbildung. Nochmal. So. Und da haben Sie wieder von uns aus, in der Mitte Baldur, von uns aus gesehen links Loki mit seinem Röckchen, der einen Mistelzweig auf der Schulter trägt, den er herbeibringt, und Flügel hat er, und wieder rechts von Baldur Odin mit seiner Lanze und über Odin ein Rabe, der da fliegt, inklusive Runen abgebildet, dann wieder wohl wahrscheinlich so was Wurmähnliches unterhalb von Baldur, dem eben der Fuß verrenkt ist. Das sieht man auch sehr schön an dieser Abbildung. Und dann noch hier. So. Genau, sehen Sie es. Da oben sieht man in der Mitte wieder Baldur. Jetzt von uns aus gesehen links Wotan mit der Lanze. Ein Wurm beißt in die Ferse von Baldur, das sieht man ganz deutlich. Oberhalb von Wotan den Raben. Und von uns aus gesehen rechts wieder Loki mit seinem Röckchen und seinem Flügel. Genau. Und unterhalb wahrscheinlich wieder der Wurm, der den Fuß verrenkt hat von Baldur. Und unten nochmal in der Mitte Baldur. Links von uns aus gesehen Wotan mit der Lanze, drüber wieder der Rabe, und rechts von uns aus gesehen Loki wieder mit seinem Röckchen und den Flügeln. Also wir haben wieder eben diese Einheit Vater, Sohn, den Vogel und den bösen Trickstergott sieht man in sozusagen einer reziproken Ausgestaltung zum christlichen Glauben im Germanischen wiedergegeben.